Funk und Funk und Funk und Alarm in Funk. Und da hast du irgendwie gelernt, dass man Funk auch stören kann, dass man Funk, dass man sogar irgendwie den Funk so stören kann, dass nichts mehr geht. Deshalb habe ich den Funkamateur gefragt. Ich bin ja, habe ja hier auch die goldene Nadel, obwohl ich keine Lizenz habe. Bei dir ist das eine Gnadennadel. Ja, ich bin also der Einzige, der die als nicht lizenzierter Funkamateur gekriegt hat. Du bist ein richtiger Funkamateur. Du solltest mir jetzt mal Rede und Antwort stehen. Was mache ich denn da eigentlich? Ist das gut, was ich da mache? Solange es funktioniert, ist Funk gut, ja. Ja, ja, ja. Die Problematik ist ja folgende. Diese Sachen hier zum Beispiel, die arbeiten heutzutage wie Funkthermometer, wie kleine Handfunksprechgeräte und so weiter, nebeneinander im 868 MHz-Bereich. Ja, das ist der freie Bereich für Steuerungen. Das ist, bei 400 gibt es sowas, bei 130 gibt es sowas. Und das ist eben die 868,3 ist mein, das steht auch irgendwo hinten drauf, ist meine Frequenz, auf der ich hier funke. Ja. So, und ich kann dir auch zeigen, wie das aussieht, wenn ich funke. Ich bin nämlich hier verbunden hier mit einer Steckdose über Funk hier mit diesem Taster und kann jetzt diese Lampe anmachen. Glaubst du ja gar nicht, ne? Nee, nie. Ui. So, ja, gut. Überrascht. Und ich kann sie auch ausmachen hier über diesen. Und was ich noch nie gesehen habe, was ich jetzt durch dein Ding da gesehen habe, ja, durch dein DVB-T-Stick. Ja, das ist eigentlich ein SDR-Radio, was ich da habe. Ja. Und ich habe hier auch ein Programm dafür, was es frei gibt, selbst für Windows frei gibt. So, und ich schalte jetzt mal, da werden Sie was sehen. Na, da haben Sie gar nichts zu sehen, aber jetzt. Da kommen in der Mitte. So, In der Mitte kommen da so ein paar Zacken raus. Ja. Und das, das ist das Hochfrequenzsignal, was empfangen wird. Und das Interessante hier ist, dass man immer irgendwie zwei Zacken sieht. Denn der eine ist das Senden hin und das andere ist das Echo zurück. Das nennt man hier bei Bitkos, also die Bidirektionale. Das heißt, wenn ich den Befehl gebe, Licht an, sagt er, ich bin an. Und schalte das dann zurück, sodass ich das erkenne. Er sagt nicht, die Steckdose sagt das. Die Steckdose sagt das. So, und ja, das geht auch wunderbar zu Hause und so weiter. Es hat mir noch keiner, es war noch keiner wie du da. Wie du da. Mit so Dingern da. Ich habe hier also mein winziges Alinco, das DOC5 mitgebracht. Das ist ein Dualbandgerät. Es hat noch ein anderes Band. Das ist ein Scanner oder was ist das? Nein, oder? Das ist ein Amateurfunkgerät für 2,70 m mit einem erweiterten Empfangsbereich. Und, jetzt geht hier mein Rechner aus, da ist er wieder. Und mit dem kann ich aber nicht in diesem Bereich senden. Aha. Also, aber jeder Sender erzeugt Oberwellen. Und diese Oberwellen, wenn ich das geschickt ausnutze, komme ich auch in diesen Bereich. Ich bin jetzt bei 434,17 MHz. Und wenn wir auf den Bildschirm gucken und ich drücke hier meine Sendetaste, da sieht man, da sind einige Sachen da. Ja, und man hört sogar, es kommt hier etwas aus dem Lautsprecher raus. Und im Wasserfall da unten kann man auch genau sehen, wo mein Träger ist. Das ist aber jetzt nicht der Hauptträger, da kommt nicht die Hauptleistung raus, sondern nur eine Oberwelle, die ganz, ganz schwach ist. So, und wenn wir jetzt mal zeigen, drück nochmal auf deinen Taster. Ja. Funktioniert, ja? Ja, aus. Ja. So, jetzt drücke ich hier auf mein Funkgerät und jetzt mal nochmal. Das ist es. Ja, das ist es. Das ist es. Also das ist nur die Oberwelle. Ja, also nur eine ganz geringe Funkleistung. Und was passiert jetzt? Mein Signal, welches auch eine Aussendung auf dieser Frequenz hat, ist aber in der Nähe wesentlich stärker als das, was von deinem Taster da ankommt. Ja. So, und das ist genauso wie mit einer Taschenlampe. Wenn ich eine Taschenlampe nehme, leuchtet ihr jetzt in die Augen, dann siehst du hier ringsherum nichts mehr. Und das ist das Gleiche. Die ist geblendet letztendlich durch dieses Signal. Jetzt kann ich natürlich ein Funkgerät bauen, was auf dieser Frequenz direkt sendet, mit einer höheren Leistung. Es gibt sogar kleine Module dafür. Ich habe mal hier zwei mitgebracht. Die sind programmierbar. Die kann man auf unterschiedliche Frequenzen programmieren, sogar auf 430 und auf 868 MHz. Beide in einem
Also ja, ja, ja. Und was ist das, eine rote, was ist blau? Ist das 430 und 830? Ja, damit ich weiß, was ich wofür programmiert habe. So, und dahinter könnte ich sogar noch eine Endstufe hängen, was gar nicht unbedingt notwendig ist. So, und dann habe ich hier jetzt schon einen Störer für zwei Frequenzen zum Beispiel. Und mit einem kleinen Prozessor hinten dran, der die Frequenz durchstimmt, also ganz schnell über das Band läuft, störe ich eigentlich dann alle Frequenzen. Und das ist das, was du in China kaufen kannst, was du im Internet findest. Die Dinger heißen Jammer. Die haben in der Regel drei Antennen, weil sie für drei Bänder. Klein, mittel und groß. Und damit kann man so etwas außer Betrieb setzen, stören, blenden. Ja. Ja. Und einbrechen und wieder gehen. Ja. Und ausschalten. Ja. Was mache ich? Oh, du wirst wahrscheinlich deine Alarmanlage wegwerfen, weil sie nicht geholfen hat. Naja, nun sieht man ja, wenn man im Baumarkt geht, das sieht man alles mittlerweile. Das sind alles, weil man kein Kabel mehr ziehen will oder kann oder Kanal schlagen, koppen will und so weiter. Alles Funkalarmanlagen. Also die leiden daher alle dann darunter, unter diese Problematik. Ja, es gibt ja nur wenige Leute, die technisch dazu in der Lage sind, sowas aufzubauen. Ach, hallo, so ein Ding zu kaufen. Oder ist das gut zu kaufen, dann weiß man ja auch nicht, wirkt das, geht das nicht. Oder Wie weit kommt der denn da? Der kann stärker sein als ich selbst. Ja, natürlich. Ja. Gut, aber das nimmt ja mit dem Quadrat der Entfernung ab. So, und du kannst da nicht 100 Meter weiterstehen und kannst die Anlage stören. Das geht nicht. Du musst schon im Nahbereich sein, so ab 10 Meter vielleicht. Also wenn du Mauern dazwischen hast, dann musst du noch näher ran. Sollte man die Zentrale, wenn vieles läuft über die Zentrale, sollte man die weit weg tun? Weit weg von dem außenfreien Bereich, im Keller zum Beispiel. Oder sollte man die elektromagnetisch schützen? Na gut, die Antenne abschirmen wäre albern. Das ist genauso, als du kaufst ein Fernglas und hältst dir die Augen zu. Also, nee, geht nicht. Ja, also gut. Keller ist auch nichts, da kommt es auch nicht mehr hoch. Gut, das Sicherste ist immer per Kabel, ist ganz klar. Aber wenn die Kabel innen liegen, kann man sie nicht kaputt machen, nicht durchschneiden, dann ist das in Ordnung. Und also es wird in der Szene wird immer noch hin und her diskutiert. Und es wird natürlich, sagen die Leute, die ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik haben, die sagen, Funk, naja gut, Funk kann man stören, Funk kann man ausschalten, was wir gerade hier gezeigt haben. Nur es zieht keiner kaum einer die Konsequenz. Ob ich es ziehe, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das mit Kabel zu meinem Hui zu kommen. Denn wenn der nicht geht, hat er alles keinen Zweck. Genau. Ja. Was nutzt dir die Alarmanlage, wenn die weiß, da bricht einer ein und kann sich nicht melden? Ja. Und kann man dann hingehen und kann sagen, jetzt komme ich zu meinem Türmelder, komme ich nicht, der antwortet nicht mehr. Der antwortet nicht mehr. Und Batterie ist drin. Ich könnte die Batterie ablesen. Wenn ich es ablese, kann ich dann auch nicht mehr. Dann auch nicht mehr. Wenn ich dann merke, okay, das ist gestört, das Ganze, soll ich dann Alarm machen?